Jo, meine Freunde, was geht? Wir reagieren heute auf das Video von Alpha Kevin. Diese Werbungen sind purer Scam. Ja, an dieser Stelle, das Video ist auch schon irgendwie fast einen Monat alt, aber wir holen gerade ein paar alte Videos auf. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr geehrten Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Es gibt nämlich mal wieder Werbungen, die nicht nur in dichten Nebel gehüllt sind. Nein, es wird noch viel, viel schlimmer. Denn es gibt mittlerweile auch einfach mal YouTube-Werbungen, die euch einfach nur scammen wollen. Ich würde mal sagen, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Bevor es jetzt aber mit diesem Video losgeht, möchte ich noch Surfshark VPN Junge, für das Wort. Ja, okay, ich bin ja woanders gepartnert, deswegen. Findet ihr übrigens unten, kommt sogar VPN-Placement. Mit dem eigentlichen Thema, und zwar diese unseriösen YouTube-Werbungen. Man muss bei diesen Werbungen, die ich euch gleich zeige, sagen, dass diese Leute immer Dinge versprechen, die aber niemals einzuhalten sind. Und bei diesen Werbungen geht es darum, dass eure Daten eingesammelt werden für fremde Firmen, damit sie euch dann später mit Werbung zuballern können. By the way, habe ich jetzt erst nach der Erstellung des Videos gesehen, dass TJ auch ein Video dazu gemacht hat und mir... Gute Kamera, sehr scharf. Ist aufgefallen, dass bei dieser Werbung bzw. auch bei diesem Zeug immer die gleiche Firma dahinter steckt. Aber bevor es jetzt richtig losgeht und wie weitläufig auch die ganze Scheiße ist, zeige ich euch einmal ein Beispiel von sehr unseriösen Werbungen. Hallo zusammen, ich habe tolle Neuigkeiten für euch alle. Ich habe mich vor einer Woche für dieses Belohnungsprogramm beworben und habe soeben diese tolle Schachtel voller Schokolade gratis erhalten. Ich bin so aufgeregt. Jetzt Digga, wie schlecht kann man eigentlich synchron sprechen? Möchte ich euch sagen, wie... Ich bin aufgeregt. Das ist ja cool. Ihr auch eine bekommen könnt. Es ist wirklich nicht schwer. Na gut, dann besuche die in der Beschreibung angegebene Website, auf der du ein paar Fragen beantworten musst. Danach wirst du auf eine Website weitergeleitet, auf der du deine Lieferadresse eingeben musst. Und in 3 bis 5 Werktagen erhältst du deine Schokoladenbox. Das war's. Du musst nichts für die Lieferung oder ähnliches bezahlen. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ja. Also, oh, ich weiß nicht, das nutzt Alpha Kevin irgendwie auch in sehr vielen Videos, ne? Wann ist too much? Die Frau, die sagt, dass man sich da bloß anmelden muss und schon bekommt man so eine Box zugesandt. Die Frage ist, stimmt das eigentlich? Und warum sollte ich dort für eine Anmeldung etwas kostenlos zugesandt bekommen? Und damit ihr seht, wie unfassbar lost die ganze Sache ist, habe ich mich dort einfach mal so ein bisschen umgeschaut und holy shit, Alter, in meinen Augen ist es ja mal todesunseriös. Weiß ich, bin ich der Einzige, der bei solchen Fingernägeln immer daran denkt, wie sie mir ihren Finger in das Poloch steckt? War natürlich nur ein Joke. Erstmal geht man nämlich nach dieser Werbung auf diesen Link in der Beschreibung und dort kommt man auf eine Seite, wo man an einer Umfrage teilnehmen muss. Und bei diesen Fragen geht es dann darum, magst du Schokolade und so weiter und so fort. Und dann drücke ich alles Ja an und dann später bin ich ein zertifizierter Schokoladentester. Nice. Und wenn man sich dann mal unter diesen Fragebögen einfach mal anschaut, was so für Rezensionen da reinkommen, da denkt man sich so, oh, das ist ja alles sehr, sehr positiv. Aber im gleichen Atemzug werde ich dann auch wieder schon so ein bisschen stutzig, wenn ich mir das Ganze dort anschaue. Denn zum einen wird ja gesagt, dass ich jetzt so eine Box erhalte, wie diese Frau, die das dort in dieser Werbung gezeigt hat. Aber wenn ich mir dann diese Bilder anschaue von diesen Rezensionen, sind dort ständig immer unterschiedliche Verpackungen zu sehen, auch mit unterschiedlichem Inhalt. Und wahrscheinlich macht sich diese Seite die Mühe, immer eine andere Verpackung zu nehmen und immer individuelle Geschenke reinzupacken. Da kann doch was nicht stimmen. Da kann doch was nicht stimmen. Und weshalb da was nicht stimmen kann, das zeige ich euch jetzt. Na gut, vielleicht haben die auch einfach 8 verschiedene Pakete oder so. Ich habe herausgefunden, dass dieses Bild von diesem Tim Beich eigentlich ein geklautes Foto vom englischen eBay ist. Schade, wow. Schokolade, dass es mittlerweile auch einfach Suchfilter gibt, in denen man Bilder einfach vergleichen kann. Also hat die... Ja gut, ich sag mal, dass das Problem ist halt, dass das halt kaum jemand macht. Also, ich meine, das zieht ja wirklich auf richtig dumme Leute ab. Das ist ja genauso wie diese... Hacker-Mails, die man immer kriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch voll auf dem Postfach habt. Irgendwie auch letztes Mal so, ich habe alle ihre Daten. Überweisen Sie mir jetzt 750 an mein Bitcoin-Konto, sonst werde ich ihre Daten veröffentlichen. Wo ich nur so denke, Bro, Digga, wenn du meine Daten hast, dann machst du in einem Monat schon mehr als 750 Euro damit. So, weil der hat ja auch Zugriff auf meine Kontodaten, Face, YouTube, könnte AdSense ändern und so. Aber nein, er gibt sich mit 750 Bitcoin-Euro zufrieden. Wo ich hab nicht mal Bitcoin davon, also doch, habe ich sogar, aber... Ich weiß nicht, gute Frage. Auf so einer komischen Seite auf jeden Fall. Naja, egal. Die aber legal ist, denke ich. Naja, auf jeden Fall erzählt, dass er halt einfach auf dumme Leute habe und für die reicht das natürlich halt einfach. Ne? So die sehen halt so, ey, da ist ein Bild von einem Typen, der hat einen normalen Namen, normales Profilbild, der hat auch was bekommen. Ja, dann melde ich mich da auch an. Ist halt traurig, ne? Aber genauso machen das die halt. Dieser Tim gar nicht so eine Schokoladenbox von dieser Seite erhalten, sondern er hat einfach nur das Bild genommen, einfach reinkopiert und dementsprechend war es dann seine eigene Box, die er angeblich von der Seite erhalten hat. Klingt übrigens auch schon sehr unseriös, dass man diese Profile, die darunter geschrieben haben, weil es sind ja Facebook-Rezensionen, dass man die nicht mal aufrufen kann und dass es diese Seiten eigentlich auch gar nicht gibt. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Seite selber diese ganzen Rezensionen geschrieben hat, die Profile erfunden hat und dementsprechend wurden diese Rezensionen fälschlicherweise eingeführt.
hinzugefügt. Hab ich zumindest so das Gefühl. By the way, handelt es sich bei dieser Seite um ein Unternehmen, die im Internet jetzt eigentlich nur negativ dasteht. Also ich habe jetzt immer mal geguckt, wie diese Rezensionen zu diesem Unternehmen stehen. Und da wird eigentlich nur davon abgeraten, dass man dort irgendwelche Gewinnspiele mit teilnimmt. Und das hat folgenden Grund. Einige haben dort immer mal wieder geschrieben, man wird dazu gedrängt, Abonnements abzuschließen. Und wenn man nicht richtig liest, dann bekommt man tausende von Werbungen von irgendwelchen Firmen, die man eigentlich gar nicht kennt. An der Stelle möchte ich aber noch mal eine Sache betonen. Und zwar ist das, was diese Seite macht, wahrscheinlich auch keine illegale Sache. Denn sie sagen auch mehrfach, dass diese Daten von diesen Personen für Werbezwecke verwendet werden. Dementsprechend sichern sie sich damit ab und sie hoffen natürlich auch, dass der Kunde nicht weiß, auf was er sich da eigentlich einlässt. Ja, das liest halt keiner, ne? Wie das Ganze aussieht und wie hart der Kunde dann zum Schluss am Arsch ist, das zeige ich euch jetzt. Und zwar schreibt die Seite in ihren Teilnahmebedingungen, die oftmals die meisten gar nicht lesen, weil das Feld so klein ist, dass die Voraussetzung ist, dass man seine eigenen Daten den später aufgezählten Firmen einfach so hergibt. Unten wird dann noch geschrieben, welche Daten sie für diese Werbezwecke nutzen möchten und dort steht Folgendes aufgelistet, und zwar die Anrede, Vorname. Bei sowas würde ich eigentlich gerne echt mal so eine Wohnung mieten, wo ich einfach nur meinen Namen hinschreibe, den dann wirklich so meine Daten gebe von, also ich muss ja theoretisch nicht mal meinen richtigen Vornamen angeben, nicht mal meinen Nachnamen, ich kann ja irgendwas aufs Klingelschild schreiben oder so. Und dann halt wirklich einfach mal gucke, wie viel Werbung kriegt man eigentlich wirklich, wenn man sich da anmeldet. Finde ich eigentlich sehr cool, aber ist natürlich auch wieder sehr teuer, ne? Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum, Telefon und Land. Also sozusagen wollen die alle Daten haben, damit sie das dann später den Firmen geben und diese Firmen senden euch dann Werbungen über die Post, über E-Mail oder auch übers Handy. Und jetzt kommt aber das Beste, denn diese Liste von diesen Firmen, die dort aufgelistet sind, die ist nicht kurz, die ist nämlich sehr, sehr lang. Und zwar handelt es sich um über 50 Firmen, die dort aufgelistet sind, von Katzenfutter bis hin zur Lotterie, um alles Mögliche zu vermarkten. Und wenn ihr dort auch schon zu viel angegeben habt und habt das Ganze auch schon bestätigt, dann seid ihr eigentlich schon verloren. Denn man kann nur zwar seine Teilnahme widerrufen, aber die Seite, die schreibt dann darunter auch Folgendes. Da die Einwilligungserklärungen zugunsten mehrerer Sponsoren abgegeben werden, können sie die Einwilligungserklärungen einerseits sponsorenbezogen widerrufen, indem sie unmittelbar den jeweiligen Sponsor kontaktieren. Ein derartiger Widerruf wirkt auch nur gegenüber dem jeweiligen Sponsor. Digga, ja moin, Alter, 50 eine E-Mail schreiben, um das zu widerrufen. Das bedeutet übrigens, dass ihr alle 50 Firmen erstmal kontaktieren müsst, dass sie euch dann keine Werbung mehr schicken. Und ob dann auch die Firmen darauf reagieren und auch antworten, das bleibt dann einfach nur zu hoffen. Ansonsten habt ihr ein absolutes Problem, bekommt die ganze Zeit Werbung von diesen Firmen. Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr euch immer die AGBs, gerade bei solchen unseriösen Seiten, durchlest, weil dort steht meistens im Kleingedruckten, was es eigentlich für Nachteile mit sich bringt und auf was ihr euch da eigentlich einlasst. Und lustig ist auch der 9. Punkt bei diesen Teilnahmeregeln. Dort steht geschrieben, dass die Veranstalterin jederzeit das Gewinnspiel verändern kann oder sie kann es auch einfach abbrechen und beenden. Also stellt euch... Aber ist das rechtlich in Ordnung? Ich meine, du machst ja beim Gewinnspiel mit, gibst da deine Daten an. Dann, weiß ich nicht, kannst du doch eigentlich nicht sagen, ja okay, ich mach's jetzt aber doch nicht, nur weil du das da reinschreibst, oder? Also AGBs haben ja auch Grenzen, was geht und was nicht. Stellt euch mal vor, ihr wollt dort was gewinnen, ihr meldet euch dort extra an, die ganzen Firmen, die spammen euch. Weiß Kevin, dass es Spamfilter gibt? Naja, es geht ja nicht darum, dass man E-Mails unbedingt bekommt, sondern wahrscheinlich auch Post und so weiter, ne? Angebote, etc. Zu, und dann könnt ihr nichts gewinnen, weil die Veranstalterin das einfach abgebrochen hat. Also GG, herzlichen Glückwunsch dafür. Wenn man dann aber übrigens alle Angaben gemacht hat, so wie so ein ehrenvoller King einfach, dann bekommt man von dieser Seite als Dankeschön auch noch ein super Geschenk, was man sich übrigens auch selber aussuchen kann. Und da geht der Käse nämlich in die nächste Runde, denn dieses Geschenk ist nämlich kein Geschenk, denn man muss auch jeweils bei diesen ganzen Seiten entweder Abos abschließen oder irgendwas bezahlen. Und wie ekelhaft das Ganze gemacht ist, das zeige ich euch jetzt einfach mal anhand des Geschenks von Toro. Adresse vom Ex angeben ist natürlich geil. Und ich dachte mir so, von Toro aber mach das nicht. Irgendwelche Unterwäsche zu bekommen, da kann ich endlich mal vor Freunden angeben damit. Bin ich ein richtiger Flexer. Deshalb bin ich dort drauf gegangen und das erste, was ich auf dieser Seite dort beobachten konnte, war, dass ich dafür 3,90 Euro Portokosten bezahlen muss. Also ich bin euch ganz ehrlich, das sieht irgendwie nicht nach einem Geschenk aus, wenn ich dort schon direkt auf der ersten Seite 3,90 Euro bezahlen muss. Aber es wird natürlich noch viel, viel dreister als diese bloß 3,90 Euro, die man da bezahlen muss. Denn wenn man dort nämlich... Bei Versand noch so... hätte man verstehen können. Eine Unterhose für 3,90 Euro bestellen möchte, ist man damit einverstanden, dass man jeden zweiten Monat wieder so eine Lieferung bekommt und dafür muss man dann alle zwei Monate... Folgelieferung jeden zweiten Monat mit zwei neuen Modellen in der Linie deiner Wahl ab 16,90 Euro. Über 20 Euro hinblenden. Aber man kann jederzeit das Abo pausieren, ändern oder kündigen halt, ne? Also 16,90 Euro für das Set plus 3,90 Euro für die Portokosten. Das gleiche gilt übrigens auch für alle anderen Geschenke, die man dort abschließen möchte. Zum Beispiel kann man dort auch einen Amazon-Gutschein gewinnen, jedoch muss man sich dann bei Clark anmelden bzw. dort ein Abo abschließen. Deshalb rate ich... Da kann man keine Abos abschließen? Euch, macht niemals bei Gewinnspielen mit, wo ihr absolut nicht wisst, ob das seriös ist oder unseriös. Hä, man kann bei Clark kein Abo
abschließen? Wahrscheinlich mal in der Versicherung, oder? In diesem Fall will die Seite eigentlich bloß eure Daten, die sie dann an irgendwelche Sponsoren bzw. Firmen verkaufen kann. Und um mehr geht's denen eigentlich nicht. Denen geht's auch nicht darum, dass ihr irgendwas dort gewinnen könnt. By the way, gibt es auf YouTube auch noch unzählige weitere Beispiele von solchen Werbungen wie diese zum Beispiel. Hallo zusammen. Heute werde ich euch etwas wirklich Erstaunliches zeigen. Ihr könnt diesen kostenlosen Kühlschrank bekommen. Ich habe mich vor einer Woche für dieses Belohnungsprogramm beworben und habe gerade diesen tollen Monster-Mini-Kühlschrank kostenlos erhalten. Ich bin so aufgeregt. Wüsste ich das immer irgendwie? Ich bin so aufgeregt. Wie alle aufgeregt sind. Ich bin so aufgeregt. Sie sind geistig behindert. Übrigens, CJ hat auch in seinem eigenen Video gemeint, dass man bei Fiverr irgendwelche Leute dafür bezahlen kann, dass sie solche Dinge einsprechen. Und mir kommt es auch ganz stark so vor, als hätten diese Leute da Geld bekommen, um das halt einzusprechen. Denn sind wir jetzt mal ganz ehrlich, die lesen immer die gleichen Texte vor und es kommt auch mega unauthentisch rüber, wie das Ganze vorgelesen wird. Und auch bei dieser Monster Energy Kühlschrank-Werbung kommt man genau wieder auf so eine Seite, wo man auch wieder damit einverstanden sein muss, dass man seine ganzen Daten an irgendwelche Firmen hergibt. Das gleiche gilt übrigens auch. Warum muss man überhaupt diese Fragen beantworten? Das ist ja unnötig. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch alle. Vor einer Woche habe ich mich für dieses Belohnungsprogramm beworben und habe gerade diesen tollen Elektroscooter kostenlos erhalten. Ich freue mich. Digga, ich glaube, wenn ich mein neues Auto bekomme, dann mache ich das auch. Yo, Leute, ich habe mich vor einem Tag in meinem neuen Partnerprogramm angemeldet und habe hier meinen nagelneuen Audi A8 bekommen. Jetzt einfach nur Daten abgeben und schon wegfahren. Total. Jetzt möchte ich dir sagen, wie du auch einen bekommst. Es ist wirklich nicht schwer. Ja gut, es ist halt auch echt nicht schwer, den ganzen Tag von irgendwelchen Firmen abgefuckt zu werden, weil die einen dann die ganze Zeit mit Werbung zuspammen. Ja, vor allem, man kriegt ja nicht mal was anscheinend. Aber ich denke jetzt mal ernsthaft, zu gewinnen, das ist schwerer, als Werbung von denen zu erhalten. Und wenn man sich da mal die ganzen Kommentare unter solchen YouTube-Werbungen anschaut, dann merkt man, dass das niemals echt sein kann. Denn Real Talk, es gibt unter diesen ganzen Videos zwar immer mal wieder viele Dislikes, aber es gibt keinen einzigen negativen Kommentar. Damit ihr aber mal ein Bild davon bekommt... Ja, das ist halt das Problem, ne? Deswegen, ich finde es auch recht nervig, dass der Dislike Button abgedingst wird. Jetzt natürlich für mich in meiner Situation, gerade mit dem, was gerade so passiert, eigentlich einfach auch ganz gut irgendwo, aber manche sehen ihn ja auch irgendwie trotzdem noch, keine Ahnung. Aber genau wegen sowas, weißt du, weil dann erkennt man halt Scam. Einfach, ne, weil Kommentare kann man halt löschen. Es gibt ja auch dieses Meme mit, dann steht jetzt in den Kommentaren immer, nutzt diesen Kommentar als Dislike-Button. So, zack, gelöscht weg. So. Euch jetzt mal ein paar Kommentare vor, die nacheinander geschrieben wurden. Das klingt so interessant. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht schon früher davon wusste. Mensch, ich hoffe, ich darf das auch mal erleben. Ich hoffe, ich darf das auch mal erleben. Das ist so eine tolle Gelegenheit, die ich mir natürlich nicht entgehen lassen werde. Dieser Tag wurde gerade noch besser. Wünscht mir alle viel Glück. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Also wenn die jetzt wirklich denken, dass sowas authentisch und seriös rüberkommt, dann haben die echt nicht mehr alle. Im Prinzip kann ich aus meiner Perspektive euch bloß davon abraten, bei sowas mitzumachen, denn die nutzen einfach eure... Ach wirklich, Oz? Wenn das Thema nicht mehr hochgekommen wäre und wir uns auch keine Gedanken darüber gemacht hätten, hätte man nichts mehr dazu gesagt? Das wundert mich jetzt aber, Digga, wirklich. Also du bist ein ganz kluger, das merke ich, Digga. Ich glaube, du machst später mal dein Abitur. Daten, um das später dann irgendwelchen Firmen zu verkaufen und die senden euch dann die ganze Zeit Werbung zu. Das Wichtigste ist in diesem Fall auch immer, erkundigt euch immer erstmal vorher, was ist das für eine Seite, ist die Seite seriös? Guckt auch immer nach Erfahrungen, die im Internet schon mal geschrieben wurden zu solchen Seiten, denn gerade bei dieser Seite findet man viel Negatives und dementsprechend... Ja, so ein paar Pullis, die Alpha Kevin Trick finden, ist auf jeden Fall nicht mein Stil. Ja, so Lauch, ja, weiß nicht, geht. Ja, cringe würde ich nicht sagen, eigentlich schon wieder ganz lustig. Der hat ja auch dieses Streamer-T-Shirt oder so, wo dann so Streamer draufsteht. Boss-Pronome. Ja. Für mich ist das äußere Bild auch ziemlich unseriös. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal bei sowas reingefallen seid und ob ihr reingeschissen habt und wo ihr reingeschissen habt. Schreibt das wirklich gerne rein und seid auch nicht zu schüchtern. Ich habe die Story schon mal erzählt gehabt. Das war auch, wollte mir so einen Kredit nehmen, damit ich mir einen Laptop holen kann, den iPad, um meine Skript zu schreiben für 1000 Euro. Und ich habe bei einer normalen Bank halt keinen bekommen, hatte auch keine Chance, weil ich auch nur mein FSJ gemacht habe. Und dann habe ich einfach... im Internet da irgend so eine unseriöse Firma habe ich das gemacht und hat mir so geschrieben, ja, sie müssen jetzt erstmal 260 Euro bezahlen, dann kriegen sie den Kredit und da habe ich natürlich nicht gemacht. Die haben dann irgendwie sich einmal gemeldet, dass sie jetzt vor Gericht gehen, das habe ich ignoriert und dann kam auch nie wieder was. Denn somit könnt ihr vielleicht andere Leute hindern, dass die ebenfalls mal später darauf reinfallen. Damit ihr jetzt aber auch erfolgreiche Denker werden könnt, müsst ihr mir unbedingt noch auf Instagram folgen. Ja gut, das ist jetzt eine Werbung. Ja, gutes Video auf jeden Fall, ist jetzt leider schon älter gewesen, aber passt auf jeden Fall auf, solche Werbung ziehen euch ab.